Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette mit euren Crunchcow und FIFA 14 auf der PS4, wieder mal in der WM Special Edition. Wir haben das Spiel schon begonnen, beziehungsweise angesetzt Deutschland gegen Argentinien, was ja unser Finalspiel sein wird. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich sag mal, das Spiel gegen Brasilien, das war schon richtig, richtig gut. Richtig geil, das zu sehen. Für die Brasilianer natürlich weniger und das tut mir auch so ein bisschen leid, dass die nach so einer halben Stunde mit 5-0, wenn man dann in die Gesichter der Zuschauer geguckt hat, das war schon irgendwo auch ein bisschen bitter, aber so ist halt Fußball. Ich predige das ja immer wieder, Fußball ist halt mal so. Manchmal ist man der Baum, manchmal der Hund. In diesem Falle war Brasilien der Baum. Ist halt so. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Finale und ich hoffe, dass wir da auch eine sehr gute Leistung abliefern und uns da auch den vierten Stern dann endlich holen. Ich glaube, wir sind reif dafür, endlich mal das Ganze zu bekommen. Schauen wir mal, wie es hier bei uns im Orakel ausgeht. Wieder mal auf Legende, also Schwierigkeitsgrad Legende, gegen Argentinien. Ich würde sagen, ich überspringe das ganze Vorgeplänkel hier einfach mal. Was ist das denn? Verzeiht mir, ich muss glaube ich mal ganz kurz die Kameraperspektive wechseln. Irgendwie ist das ein bisschen ekelhaft. Anzeige. Nee. Wie war denn das mit der Kamera? Ach so, vielleicht hätte ich das auch einfach oben auswählen können. Spieleinstellung. Einzelspieler. Standard. Ist doch alles klar. Spielername. Spieleranzeige. Spielername. Ich glaube, das kann man mal auch anschalten. Warum ist denn das jetzt so hier? Boah, ist das ungewohnt. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad ja ungemein. Wobei, Moment, finde ich vielleicht gar nicht, doch, gar nicht so schlecht. Mascherano am Ball. Da konnten wir abblocken. Kann ich hier irgendwie die Kameraperspektive ändern? Es gibt sogar Abstoß? Krasser Scheiß. Warum ist das jetzt so, wie es ist? Ich mag das vielleicht doch nicht so sehr. Wir gucken mal, ob wir es nochmal irgendwie umstellen können. Aber eigentlich bei Anzeigekalibrierung kann ich mir nicht vorstellen. Nee, es ist alles gut. Eigentlich haben wir es auf Standard gestellt. Komisch, dass das jetzt so macht. Dynamisch, Längsansicht, Pro, Übertragung, Übertragung Tele, machen wir mal Übertragung. Übertragung. Jetzt gucken wir mal, ob er das auch umändert. Wir ändern es einfach nicht um. Das ist ja mal hart. Weil tatsächlich ist das ein bisschen schwieriger so. Aber. Jetzt müssen wir uns mit den Gegebenheiten hier mal anpassen. Hier, wir können ja nicht die ganze Zeit mäkeln. Wird es nicht einfach machen für uns? Also für uns jetzt hier als Zuschauer und als Spieler in dem Fall. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das trotzdem irgendwie klappt. Oh, Kacke. Ah. Ja, da habe ich ihn rechtzeitig rausgeschickt. Warum schlägt er ihn jetzt da raus? Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. So, wohin läuft er? Nach da. Jetzt können wir mal Kazemi Khedira hier holen. Weil ich mich hier wieder mal schön austanzen lassen. Da ist er ins Abseits gelaufen, weil ich auch stehen geblieben bin. Ups. Manchmal bin ich ein bisschen vor. Oh, zack. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Und jetzt können wir köpfen. Doch nicht. Und das ist
So. Und jetzt wollte ich einfach mal durchgehen, war aber doch nicht schnell genug. Ach ja, jetzt müssen wir hier mal. Oh! Nein, jetzt haben wir das verkackt, Mist. Ich wollte es mal ein bisschen schneller machen, das Spiel. Habe ich auch hier gut bekommen. Ach, shit. Da dachte ich, bist du mal klug. Aber so klug war es dann doch nicht. So, wenn wir jetzt hier durchgehen. Ah, das war zu nah. Das war zu nah. So, da haben wir jemanden geräumt. Huch, nochmal geräumt. So, da haben wir astrein geklärt. Und boah. Da haben wir abgezogen, aber hat nichts gebracht. Schade eigentlich. Das habe ich nämlich gesehen, dass er es machen wollte. Oh, oh. Oh, oh. Und oh, schön reingespielt und das Tor gemacht. Ich bin jetzt mal so fies und schiebe es hier auf die Sicht, weil ich muss manchmal dann doch ein bisschen aufs Radar gucken, um zu gucken, wo sind denn meine Mitspieler jetzt eigentlich? Gerade aktuell. So, jetzt haben wir mal ein bisschen... Scheiße. Ich sag das böse S-Wort nicht. Egal. Bisschen fluchen muss auch mal sein. Schweinsteiger. Kedira. Ja, hier könnte sich eine Chance. Oh. Das haben wir durchaus schon Mist. Trainer gesehen, aber der Ball ist weg. Ja, und da laufen wir gegeneinander. Alarm hat er gut geklärt. Nein, zu weit vorgelegt. Oh, jetzt ist der aber schnell hier an der Außen. So, das ist nichts für Patienten mit Bluthochdruck auf der Tribüne. Da ist man ja. So, komm, nimm ihn, hol ihn hier. Und jetzt lauf mal. Ach, Kacke. Da haben wir uns wieder rausziehen lassen. Das lief noch. Oh, den haben wir nicht mehr bekommen. Oh, und ich ziehe mich hier auch immer ordentlich weit raus. Und es hätte auch anders ausgehen können. Ach, Mist, da wollte ich ihn schicken. Da ist er gerade schön reingelaufen. Aber das hat nicht funktioniert. Oh, Boateng hat sich da verletzt bei einer Aktion. Und oh. Das war knapp, also das hätte auch schief gehen können. Boateng hat sich da verletzt, aber... Das scheint noch zu gehen. Er kann zumindest noch laufen, wobei... Na, das sieht nicht gut aus. Ist angeschlagen. Wenn wir mal gucken, dass wir hier einen Mertesacker bringen. Schürle werden wir mal auf die linke Position schicken. Und zwar für...
Özil. Dann lassen wir es erstmal. Gucken mal, was in der zweiten Halbzeit geht. Dass diese Übertragung sich nicht ändern lässt, das bricht mich jetzt ein bisschen an. Ich habe gerade mal geguckt, wie ich es jetzt am besten machen kann. Vor allem, weil ich jetzt von oben nach unten nicht spielen muss. Ich bin es ja normalerweise gewöhnt, hier mal seitlich zu spielen. Wo's? Ach komm schon. Weil jetzt sehe ich auch gar nicht weiter unten, was hier so geht. So, Schürrle, komm. Oh, verdammt. So, Ball wieder für uns. Das ist wirklich eine schwierige Ansicht, so muss ich ganz ehrlich gestehen. Damit komme ich noch nicht so gut zurecht. Weil ich habe nicht so die Übersicht meiner Spieler hier, den ich jetzt so gerne eigentlich hätte. Weil so von der Seite her sehe ich doch ein bisschen mehr von dem Spiel, finde ich, als wenn ich jetzt diese Übertragungsmedien hier habe, gerade. Finde ich zumindest. Das kann mich auch irren, kann mich auch hier ein bisschen anstellen. So, jetzt mal offensiv hier. Kann ja nicht sein. Und zack, Ausgleich. Jetzt, das ist ganz gut, wenn man auf den Torwart zugeht, dass man sieht, wo der ungefähr steht. Das fand ich jetzt wiederum ganz nett. Da konnte ich auch ein bisschen anschnibbeln und dann wusste ich, okay, haust du mal nicht einfach gnadenlos, grundlos drauf, sondern... hallo? So. Oh. Das war ein bisschen zu wagemutig. Schweinsteiger. Toni Kroos. So, und jetzt? Oh. Hat er sich auch wieder hingelegt, ne? Wenn man sonst nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Und Achtung, genau hingeschaut. Die Flanke kommt gut. Oh, was war denn das? Mist. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Schürrle. Ja, das ist ganz nett anzuschauen. Denken sich auch die Verteidiger, fehlt eigentlich nur noch, dass sie klatschen. Das ist es! Ah, da kam ich auch nicht rechtzeitig. Mist. Muss man ein bisschen sortieren hier. Und zack, haben wir mal reingerutscht. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Ja, gut. Sabaleta. Zack, den hauen wir mal weg. Und dann haben wir den auch hier auf der Seite. Gefährlich.
Gefährlich. Gefährlich. Und oh! Na, das war nicht so gefährlich. Oh, komm schon. Jetzt spielt er nach oben. Das wäre zumindest die logische Schlussfolgerung gewesen. Nein! Komm, lauf. Ja. Alles möglich in dieser Partie. Hüvedes. Sie verstehen sich blind. Warum spielt er denn dahin? Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ach, ins Ausgespielt. Der Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben. Zack, und ins Ausgespielt, schön bedrängt. Dann nimm ihn dir. Los. Tu es. So. Wie stehen wir hier? Nicht ganz so exzellent, aber. Da wollte ich an ihm vorbeigehen. Das war vielleicht nicht so die glücklichste Situation hier. Manchmal frage ich mich auch, ob die Engine mich verarschen will. Holen Sie sich den Ball zurück. Sabaleta. Boah, das war jetzt auch nicht gerade so unknapp hier. Unknapp. Auch ein komisches Wort. So. Jetzt bin ich da mal reingerutscht, weil ich mir dachte, boah, machst du mal. Ist cool. Oh, 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 oh. Ach, verdammt. Ah, bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Bastian Schweinsteigers Duell um den Ball. Jetzt fragt der Schiedsrichter. 1:1. Das bedeutet Verlängerung. Ganz klassisch. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Hat Lionel Messi runtergenommen. Okay. Fand ich, war ein Foul, aber ich glaube, ich habe sowieso einen Wurf. Toni Kroos. Gefährliche Flanke. Mascherano hat den Ball. Ups. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Das ist ja echt nicht auszuhalten hier, wie die hier teilweise die Bälle annehmen. Als hätten sie noch nie in ihrem Leben Bälle angenommen. Was ist das denn? Boah, ey. Das ist jetzt ja wohl nicht euer Ernst hier, oder? Komm, oh, da hat er mich weggedrückt. Ja, das gehört dazu. Oh Gott. Habe ich mich dazwischen gestellt. Hat nicht viel gebracht, aber immerhin. Ach, verdammt. Jetzt haben wir hier auch noch den Ausgleich, die Führung für die Argentinier kassiert. Ach, so ein Scheiß.
So, aber wir haben ja schon mal einen Rückstand gehabt, wobei jetzt ist die Zeit natürlich sehr, sehr eng. Meine Spieler sind entsprechend platt, aber ich werde vielleicht doch nochmal einmal wechseln. Ich würde ganz gerne im Mittelfeld. Wie kaputt sind denn die hier so? Den Kroos, da würde ich ganz gerne den Götze reinholen. Hätte ich natürlich auch gleich machen können, hätte ich mir jetzt hier die Scheiße erspart, hier noch ein bisschen rennen zu müssen. Aber so ist das. So, jetzt müssen wir mal auf alles setzen hier. Oh, jetzt spielen die ja auch hin und her, ey. Habe ich auch nicht gesehen, ob wie viel Platz da jetzt so insgesamt ist. Oh, verdammt. Ach, komm schon. So, ganz fair geklärt. Ach, komm schon. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Da dachte ich, da komme ich noch ran. Mein Gott, warum spielt ihr denn da nicht nach außen? Das sieht nach einer Niederlage hier leider aus bisher. Und ich kann auch gar nicht mehr wechseln, weil es ist schon in der 19. Minute, habe ich gerade festgestellt. Boah, das... Ach komm. Was? Jetzt hilft ja auch der Wechsel nicht mehr so viel. Ganz klare Sache, gelbe Karte. So. Aber Abpfiff, so wie ich das gesehen habe. Ne, doch noch nicht. Wird aber wahrscheinlich gleich soweit sein. Jetzt. Ein Ergebnis, wie es man sich nicht wünschen könnte. Weil ich hoffe, dass das anders ausgeht. Aber das Orakel ist nun mal so. Man hatte jetzt erschwerend, oder man muss es zu meinem Schutz sagen, diese beschissene Sicht, wie ich finde. Wenn man aufs Tor allein 1:1 geht, ist das bestimmt schön. Ich habe noch nie jemanden so spielen sehen. Ist auch definitiv eine Umstellung, weil man nicht alles im Blick hat und man doch sehr viel mit dem Radar arbeiten muss. Aber so ist es nun mal, das Orakel hat entschieden, Argentinien gewinnt zumindest und ich hoffe, dass dieses Mal das Orakel bei mir nicht stimmt. Schauen wir mal, wie es da ausgeht beim Spiel morgen. Ich drücke auf jeden Fall unsere Elf die Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Amüsiertablette mit euren Crunchgau und FIFA 14. Bis dahin, haut rein!